Willkommen zurück zu Grim Dawn. Ich stehe hier irgendwo im Getümmel zwischen meinen ganzen Untoten und so. Und ja, heute düsen wir wieder in die ganzen Felder da hinten herab. Nachdem wir beim letzten Mal ja gegen zahlreiche insektenartige Viecher und sowas gekämpft haben, müssen wir jetzt wohl oder übel halt uns weiter durchkämpfen. Durch anderes Übel und so. Und die Felder noch weiter erkunden. Und. Ja, soll ja nicht langweilig werden hier. So, ich muss mal ganz kurz gucken, wohin. Ja, könnte man da lang. Hier hinten wollte ich auf jeden Fall noch weiter gucken. Hier hinten geht es wahrscheinlich noch irgendwo weiter. Mal gucken. Wird schon. Ja, einfach mal Kakao trinken. Füße flach halten. Wird schon irgendwie. Hoffe ich. Glaube ich. Eher keine Ahnung. Einfach auf das Beste rufen. Das mache ich Tag ein, Tag aus. Ist halt so. Scheint sich aber auch jetzt hier, ne, so langsam hier die Ländereien auch erholt zu haben. Ne, hier ist halt jetzt alles grau, jetzt hier alles wird so langsam gefärbt halt da, wo wir lang gehen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so sein soll, oder... Ach so, das könnte jetzt natürlich halt sein, weil ich mich jetzt neu in das Spiel eingeloggt habe. Ich dachte jetzt schon, ne, dass sich irgendwie das Spiel dynamisch mitverändert hätte oder so was. Ja. Was siehst du, da hätte ich ein Portal machen können. Das wurde mir aber eben noch nicht angezeigt. Aber vielleicht habe ich das noch nicht freigespielt. Hm. Fragen über Fragen. Nichts Genaues weiß man nicht. Das Übliche. Man kennt das ja. So. Boxen wir uns hier irgendwie durch. Wird schon. Wird schon schief gehen. Hat er gesagt. Hat er gesagt, hat er. So. Ja, das haben wir schon. Das ist nicht mehr grün, das haben wir tatsächlich. Da unten, da waren wir doch auch und haben Quests angenommen, oder? Wir gehen sicherheitshalber nochmal gucken. Kostet ja nichts, da hinten rüber zu gehen. Zum Glück. Ich meine, die Quests, die hier waren, die haben wir angenommen. Jo. Mit denen haben wir alle geredet. Das ist ja schon mal etwas. Aber eigentlich wollte ich ja die andere Richtung da, ne? Felder da hinten noch weiter erkunden. Wo wir hinabgestiegen sind in irgendwelche Höhlen, gegen diese Insekten gekämpft haben und. Ja, dann muss ich jetzt aber auch umdrehen, weil sonst gehe ich nämlich hier weiter, wo ich gar nicht hin soll vielleicht. Oder ja, schon hin soll, aber halt jetzt nicht hin will. Nee. Wer weiß, ob es da einen Weg zurück gibt. Man weiß ja, wie das ist. Zack, wumms, stehst du vom Endboss. Oder so. Ich gehe mal durch das düstere Walddickicht hier. Oh, was haben wir da? Eine Truhe. Mit Zeug. Korrigiere mit meinem Zeug. Jetzt. So, hinten geht es ja offensichtlich noch ganz woanders hin. Okay. So. Hier haben wir auch nochmal einen Durchgang. Hier haben wir jede Menge Gegner. Hallo, guten Tag. Schön, dass ihr auch alle gekommen seid. Aber... ich mache Schaden. Ein bisschen. Ein bisschen Schaden. Zusammen mit meiner Truppe. Zusammen sind wir unschlagbar. Zusammen sind wir auch Kacke. Aber anders. Anders Kacke. So, hier ist das. Okay. Da haben wir neue Skelette holen. Jetzt geht das hier alles noch in die Hose. So, und hier hinten. Das Gebiet habe ich ja noch nicht so richtig erkundet. Ich habe mich da mehr durchgemogelt als sonst irgendwas.
Auch mehr Skelette. Nicht genug Skelette. So. Hui! Ach ja. Diese komischen Viecher, die hatten wir ja zuhauf bekämpft. Großvisier getötet, die Königin getötet und. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vorne Heiltrank, 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 Heiltrank. Heiltrank, 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 Heiltrank. Heiltrank, 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 Heiltrank. Heiltrank, 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 Heiltrank. Okay. Bedrohung so ein bisschen zumindest abgewendet. Genau, einfach mal platt machen da hinten. So. Noch mehr von den Dingern. Wir sind überall. Ja, Hilfe, das Nummer, komm. Okay, nee, es war doch nur der Busch im Weg hier. Der Baumbusch. Der Busch, der im Baum ist. Ich habe mich geirrt. Okay. Ich habe so leichte Probleme mit meinem Leben und so. Ich muss auch mal ganz kurz gucken, wie viel Tränke habe ich denn? Ach, habe ich ja noch beim letzten Mal aufgefüllt. Mensch, da war ja jemand schlau. Ausnahmsweise mal. Passiert ja nicht häufig. So, und wenn ich jetzt auf die Regionskarte gucke. Wir sind jetzt faulendes Ackerland. Das ist hier. Das da oben geht es noch irgendwo hin. Aber hier links geht es halt auch irgendwo hin, ne? Wobei man kann sich auch nicht hundertprozentig halt an der Regionskarte orientieren, ne? So, hier ist der Höhleneingang, da ist er, glaube ich, runtergegangen. Oder einen von den Gängen hier. Können wir mal sicherheitshalber gucken. Ja, hier sind wir auf jeden Fall gewesen. So. Würmer, eklige Würmer. Gibt's auch was für ein Fahrzeug da? Also gegen die Würmer? So. Ist halt immer schön, wenn man keine Ahnung hat, wo man letztendlich hin soll und will und so. Grauenhafte Ernte. Das heißt, hier ist tatsächlich das andere Gebiet. Okay. Ist das jetzt gut? Ist es nicht gut? Keine Ahnung. Einzelnen kleinen Felder hier auch erkunden. Oh Gott, das sind so viele. So viele! Ja. Ich drück die ganze Zeit Heiltrank. Passiert nichts. Und ich habe kein Panikportal gemacht. Das ist ja jetzt unangenehm. Okay. Müssen wir da wohl oder übel wieder hin? Und ich überlege, ob ich halt erstmal hier hinten das Gebiet zu Ende erkunde. Wäre halt im Zweifelsfall halt immer noch ein bisschen doof für die Erfahrungspunkte, die ich eventuell verlieren könnte.
Aber ich gehe mal das Risiko ein. Ich bin mal mutig. Hä? Verstehst du? Weil wegen Mammut und so. Ich bin mal mutig. Haha. Ha, ha. Okay. War nicht mal im Ansatz witzig, ich weiß. Nee, unten lang. Einfach jetzt, ne, durch den Urlaub und so so lange nicht Grim Dawn gespielt, da ist das Panikportal einfach nicht mehr in meiner Rotation drin. Hammer. Als ob ich hier eine Art Rotation hätte. Ich habe doch noch nicht mal großartige Fähigkeiten. Ja, ja. So ist das. Zurück im faulen Ackerland des Todes. So, hier jetzt hoch. Jo. Da mal gucken. So, auf jeden Fall noch mehr von den Wobbles. Grobian hier. Was ist das? Brauche ich Dynamit? Nicht genug Dynamit. Ja, das ist ja kacke. Okay. Aber ich brauche hier Dynamit. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Heißt ja nicht, dass ich nie wieder an Dynamit komme. Die Sache ist nur, ich werde wahrscheinlich vergessen, wenn ich halt Dynamit irgendwann mal habe. Dass ich da irgendwas mit Dynamit machen soll. Das ist dann halt so ein bisschen doof, ne? Siehst du, wenn ich ein Zipfel hier hätte ich auch vorher erkunden können. Aber wenn du es halt nicht weißt, ist es halt doof. Und ich setze hier einfach mal Panik drauf. Einfach mal, weil. Sicher ist sicher. So, dann gucken wir mal, was wir unten haben. Einen kleinen Durchgang hier. Vögel! Vögel! Ich bin nicht gut zu Vögeln! Nicht in dieser Stelle hier! Oh Gott. Da war echt ganz schön viele Vögel. Okay. Da kommt noch was an. Okay. Das war eine Vogelfalle. Haha. Ha, ha. Oder so. Wo ist da irgendwas? Walznotiz. Lesen uns gleich durch. Lass mal hier wirklich einen ruhigen Moment haben. So. Ein bisschen Mana tanken und dann gucken wir mal. Walznotiz. Wir sind entkommen. Ich konnte es damals nicht glauben, aber wir sind den ätherischen Bastarden entwischt. Sie werden nie auf die Idee kommen, hier in der Wildnis zu suchen. Hier gibt es nichts als Bäume und Felsen. Bestimmt nichts für ihresgleichen. Ich bin schon vorausgegangen und habe ein Lager aufgeschlagen, während ein paar der Jungs fortgegangen sind, um Bären und Feuerholz zu holen. Sie sollten bald zurückkehren. Ist vielleicht nicht viel, aber ich denke, wir können diesen Ort zu einer zweiten Heimat machen. Verdammt, sogar die Vögel müssen Gefallen daran finden. Manchmal sehe ich hier ein paar von ihnen am Himmel kreisen. Wie kommt das nur? So, was haben wir denn hier? Ein Gürtel, der tatsächlich eigentlich vielversprechend ist. Und wir auch nehmen. Ja. So, Schuhe. Ich weiß ja nicht. Nee, eher nicht. Und hier ist noch ein Gürtel. Das hat Konstitution und Co.
Ja, nee. Okay. Sonst hier noch irgendwas Interessantes? Schrott, 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 Schrott. Okay, alles Schrott. Weiter. So, dann gucken wir hier links nochmal rum bei den kleineren Feldern. Vielleicht hier nochmal beim Haus. Guck mal. Martos Everbooks Testament. Versteckter Reichtum. Ah ja. Dies ist das Testament und die letzte Anordnung des verstorbenen Martos Anthony Everbook II. Meiner Tochter, der allerliebsten Lizzie, hinterlasse ich den Bauernhof und dessen umliegende Obstplantagen. Ui, toll. So verseucht, wie das hier alles ist. Lass das Land, das unsere Familie seit Generationen mit Ernte gesegnet hat, für dich und deine Kinder weiterhin ertragreich sein. Das sieht hier so aus wie ein Leerzeichen. Und jetzt zu meinen dickköpfigen Söhnen, Edric und Anthony. Ihr habt meine verbleibenden Jahre mit euren endlosen Streitereien wegen der Erbschaft vermiest. Euch hinterlasse ich nichts außer diesen Worten. Meine Knechte haben das Gold irgendwo auf dem Everbrook-Land vergraben. Ihr habt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Kommt mit euren armseligen Leben voran und beginnt mit Knochenarbeit einen Neuanfang, so wie es euer Urgroßvater vor euch tat, oder verschwendet eure Suche nach dem, was ihr nicht verdient. Ich vertraue darauf, dass ihr die richtige Entscheidung treffen werdet. Entlang der Unterseite ist eine kaum erkennbare Notiz, die eine andere Handschrift aufweist. In den Hügeln oben an der Straße von Thornsbury bringt Sprengstoff mit. Das doch dann... Das könnte eigentlich die Stelle sein, wo wir da... den Sprengstoff brauchen. Hier haben wir jetzt rein zufällig nicht Sprengstoff. Das ist ja doof. Naja, was soll's.